Frederik Jeckel, viertes Spiel, vierte Niederlage. Es ist fast ein ähnlicher Spielfilm wie letzten Samstag. Da haben Sie einen Fehler gemacht, jetzt macht ihn Hüsing. Und zweite Halbzeit war dann besser, trotzdem das gleiche wieder wie Samstag in Rostock. Ja, erstmal will ich sagen, dass nicht nur einer den Fehler macht, sondern wir sind ein Team und da kann jeder noch den Fehler ausbügeln. Wir hatten noch die Chance dazu, auch den Fehler auszubügeln. Ist natürlich bitter, direkt, dass wir halt wieder uns eigentlich das Tor selber einschenken, wie schon letzte Woche. Es ist sehr bitter, aber sind halt gerade in so einer Negativspirale, wo es halt dann auch sowas zusammenkommt und wir dann wieder einzeln zurücklegen. Ich finde nämlich in der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel. War jetzt nicht so, dass der HSV besser war als wir, war ein ausgeglichenes Spiel und dann ja, kriegen wir halt wieder ein dämliches Gegentor, was natürlich sehr bitter ist, weil wir dann wieder erstmal im Rückstand hinterherlaufen müssen. Nichtsdestotrotz finde ich, dass wir dann nach der Halbzeit wieder gut rausgekommen sind, auch viel Druck gemacht haben, auch uns Chancen rausgespielt haben. Vom HSV kam nur noch wenig, aber ist dann natürlich sehr bitter, dass wir uns nicht belohnen. Die Fans waren echt klasse, muss man sagen, volles Haus gewesen und haben uns dann auch gut nach vorne gepusht, auch in der zweiten Halbzeit, in der ersten Halbzeit genauso. Die Stimmung war klasse, aber ist dann natürlich sehr bitter, dass wir dann in der 75. oder so ein 2-0 bekommen. Das bricht uns halt so ein bisschen halt das Genick so. Und dann wurde es halt schwierig. Vorher gab es ja noch die Großchance, auch dann von Ihnen zum Ausgleich. Ich glaube, eine Minute später, vorher war das. Ja, ist sehr bitter, wie ich schon gesagt habe. Wenn man in so einer Negativspirale drin ist, dann kommt halt nicht das 1-1, sondern man kriegt eine Minute später das 2-0. Sehr bitter und ärgerlich. Trotzdem frage ich mich, in der ersten Halbzeit keine Torchance, eine richtige gab es nicht. Wie kann das passieren, dass man auch so passiv dann letztlich nach vorne hin in der ersten Halbzeit agiert? In der zweiten wurde es dann ja besser, wie in anderen Spielen auch. Das ist immer so der gleiche Film. Ja, das ist uns auch schon aufgefallen, dass es in der zweiten Halbzeit immer besser würde, wir immer eine Steigerung hatten. Da kriegen wir halt einfach mehr Intensität in unser Spiel, das brauchen wir. Wir haben gesehen, dass der HSV hinten rausspielen will. Wenn man sie hinten rausspielen lässt, wie wir in der ersten Halbzeit, dann machen sie es auch gut. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir es halt auch gut gemacht mit unserem Pressing und kommen dann ja auch selber zu Torchancen. Ist halt nur die Frage, wieso wir es halt nicht über 90 Minuten halt mal auf den Platz bekommen. Fans sauer am Ende, haben die Fans ja auch geredet, kann man das verstehen? Die Stimmung war ja vorher bestens und dann wieder so eine Enttäuschung? Ja, definitiv, das ist vollkommen normal, dass die Fans sauer sind. Die kommen ja jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende zum Heimspiel her, bezahlen dafür Geld, wollen auch was sehen von uns und dann enttäuschen wir sie ein ums andere Mal. Jetzt schon 4 Spieltage, 4-mal verloren, das ist auch definitiv nicht unser Anspruch. Wir gehen auch in jedes Spiel rein und wollen es besser machen, wollen den Fans auch was liefern, aber es will noch nicht der Funke überspringen. Danke für den Gegner. Kein Problem.